Wir sind wieder bei den Veranstaltungshinweisen. Die Theresa und den Elias von der Jungbauernschaft Landjugend Mirmin kennt sie es ja schon. Elias, hast du einen Hinweis für uns? Ja, sicher haben wir wieder ein paar Hinweise. Elias, warte mal, erzähl, was uns passiert ist. Ja, wir kommen jetzt gerade vom Städtel raus, da wo die neue Quellfassung gebaut worden ist. Und da haben wir etwas ganz Interessantes gesehen. Aber weißt du was? Komm mit uns und schau dir das selber an. Das lassen wir uns nicht entgehen. Fahren wir! Der Städtel ist eine mystische Gegend. Er ist unter anderem die Heimat der Städtelhex. Bei der Durchführung des Projekts Neue Quellfassung sind Hinweise gefunden worden, dass die Besiedelung des Mirminger Plateaus schon lang vor der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1071 stattgefunden haben muss. Aufgrund dieser Spuren ist Professor Grabtief von der Universität See am Mirminger Plateau, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Spurenauswertung, mit seinem Team beauftragt worden, die Besiedelung des Mirminger Plateaus zu erforschen. Die Theresa und der Elias waren zufälligerweise in der Gegend und haben uns in unserer gestrigen Sendung auf die archäologische Sensation aufmerksam gemacht. Und jetzt schauen wir es uns wirklich an. Wie schon angekündigt, sind wir jetzt an der Ausgrabungsstätte. Danke noch einmal für den Hinweis, Elias. Wie wir sehen, ist das Team von Professor Grabtief schon fleißig bei der Arbeit. Und Elias, was meinst du? Sollen wir einfach einmal nachfragen, wie es vorangeht? Ja, fragen wir einmal den Herrn Professor Grabtief. Herr Professor, kann man Sie ganz kurz stören, bitte? Ja, sowieso. Können Sie uns schon was zur Ausgrabung sagen, Herr Professor? Machen Sie Fortschritte? Haben Sie schon was gefunden? Ja, wir machen gute Fortschritte, wir haben noch nicht gefunden, aber wir sind guter Dinge, dass wir etwas finden werden. Herr Professor, Herr Professor, schauen Sie mal, wir haben etwas gefunden. Ja, können Sie gerne mal schauen. Das schauen wir uns natürlich an. Das war super. Das ist jetzt echt spannend, es ist ein Fundstück aufgetaucht. Ich bin total gespannt, was das ist. Wie schaut es an da? Wo ist da rein? Vier Karten von Jungbauern Palmierming. Das ist jetzt der totale Sensationsfund. In der Kiste sind wirklich vier Karten für einen Jungbauernball 2019 rein. Wow. Elias! Schau, ich glaube, das sind die ersten Mirminger. Lass so eine Kiste. Hey, die Kiste bleibt da. Aber wisst ihr was? Zwei Karten kriegt sie es, als sollten nur Einwohner von Mirming. Da habt ihr sie, seid ihr einverstanden damit? Die anderen zwei Karten, das waren die darf man verlosen, die könnt ihr es gewinnen. Also wir von Mirming TV, wir haben wirklich schon viel gesehen, aber das heute, das war die absolute Sensation. Elias, wie funktioniert denn das jetzt mit der Verlosung? Sobald das Video online ist, liked und teilt bitte das Video. Und nachher seid ihr schon im Lostopf. Und wir sehen uns dann live am 5. Jänner 2019 beim Jungbauernball.